Ja, hallo Freunde, unser 4K Curve TV von Hisense, 55 Zoll, also 138 cm Diagonale, gebogen, ist da, HDMI 2.0. Na, ihr müsst bitte das Styropor dran lassen, wenn es auf dem Tisch liegt, klar, weil Curve. Ne? Und ja, schauen wir uns einmal die Anschlüsse an im Zusammenhang auch dann mit den Kabelverbindungen, die da sind. Und später baue ich es euch dann vorne auf, schließe alles hier von meinem Samsung einmal an. Habt da jede Menge dran und dann können wir das Ganze mal durchtesten. Okay, was haben wir? Fangen wir hier auf der Seite an. Ihr habt hier einmal den Netzstecker, der ist fest integriert, also nicht abnehmbar, muss man nur wissen. Und dann hier entsprechend die ganze Geschichte, um das zu fixieren bei Transport. Nicht so wichtig. So, Audioausgang 1, Audioausgang 2. Das Ganze hat Dolby Digital MS10. Könnt ihr googeln. Ich kann euch nicht jeden Begriff jetzt hier noch im Video erklären. Okay. Und diese Geschichten nehmen wir gleich mal mit rüber. Ihr seht also hier, es gibt eine große Bedienungsanleitung Deutsch, ein Quick Start Guide auch auf Deutsch und eine 3D-Brille ist dabei. Okay, schauen wir die hinteren Anschlüsse an. Ihr habt hier zwei SAT-Anschlüsse. Ja, könnt also wirklich beide nutzen. So, und zwar einmal hier den DVB-S und einmal noch einen zweiten SAT-Anschluss. So, ihr habt einmal Kabelanschluss. Ja, also für den zweiten Receiver. Beide Receiver sind drin, SAT und Kabel integriert. Ihr habt einen HDMI-Anschluss und zwar einen hier hinten, einen zweiten hier hinten. Und diese HDMI-Anschlüsse sind immer optimiert. Ja, ihr seht das hier einmal auf CEC, einmal auf UHD. So, und hier hinten habt ihr einen USB 3.0. Ja, und der hat natürlich Ausgangsleistung 5 Volt und maximal 1 Ampere. Okay, dann habt ihr hier hinten links an der Seite, beziehungsweise wenn er steht, dann rechts, einmal den ganz normal üblichen manuellen Schalter, wo ihr hier im Endeffekt On-Off machen könnt und dann einmal hier OK, Channel Plus Minus und Volume Plus Minus. Das ist die Geschichte hier. Es gibt natürlich einen separaten An- und Ausschalter, den will ich euch nicht verschweigen, der verbirgt sich hier unten. Ja, ihr seht das Gerät später nochmal im Gesamten. Ich muss euch aber jetzt hier in der Hand halten, damit wir die Ports einmal durchgehen können. Okay, was haben wir hier? Wir haben einmal den Common Interface, also für euer HD Plus Modul zum Beispiel. So, und dann habt ihr hier einmal AV Input, über den spreche ich gleich im Zusammenhang mit den Kabeln nochmal genauer. So, und hier gibt es eben halt USB, ganz normalen USB 2.0 mit den 5 Volt 0,5 Ampere. So, dann habt ihr hier ein HDMI 1. Der ist optimiert auf ARC, also nochmal für euren Audiorekorder, wenn ihr dort über HDMI verbinden könnt, die älteren können es nicht. Dann gibt es hier einen Service-Port für den Servicetechniker, Headphone, ich denke auch das ist klar, und einmal ein Audio-Out für euren PC und einmal den LAN-Anschluss entsprechend für euren Router. Das Ganze ist auch WLAN-fähig. Aber ich verbinde es gleich mit LAN, ist der sicherere Weg. So, kommen wir nochmal zu dem AV-Anschluss. Müsst ihr nur wissen, wenn ihr solche Geschichten braucht, dass ihr den AV-Anschluss für verschiedene Dinge nutzen könnt. Nämlich einmal hier für die Komponentkabel. Ja, also das ist ein bisschen irreführend, wenn dann hier in dem Produktdatenblatt drin steht, er hätte alle diese Anschlüsse. Ja, so, es gibt aber nur einen AV. Ja. Und dementsprechend hier eben halt AV, auch nicht verwechseln mit eurem alten AV-Anschluss eben halt über Klinke, sondern hier mit der neuen AV-Version. Und das Ganze könnt ihr einmal verbinden mit den Komponentkabeln, wenn ihr es braucht für eure Spielkonsole sonst. Ja. So, dann habt ihr einmal dasselbe, ihr habt einen SCART-Anschluss, steht auch wie gesagt in der, auf dem Produktdatenblatt drin, SCART. Ne? Aber auch der SCART wird hier gesteuert über AV. Heißt also, ihr könnt es ja immer nur einmal belegen, deswegen sage ich es jetzt. So, dasselbe habt ihr hier für euren PC-Anschluss. Ihr habt nämlich einmal PC, das ist wiederum relativ gut gemacht, nämlich einmal das Ganze AV-mäßig hier zu verbinden, dann in VGA und einen Audio-Anschluss. Ja? Heißt also, wenn ihr euren PC verbindet über VGA, habt ihr tatsächlich natürlich einmal das Bild und hier über Audio müsst ihr dann über Kopfhörerausgang, sonst was von einem Laptop gehen, habt ihr dann auch entsprechend Audio hier drauf, macht einen gewissen Sinn. Auch hier wieder, wie gesagt, AV. Heißt also, dieser Anschluss ersetzt gleichzeitig 1, 2, 3 Ports,
die heute auch wenig benötigt werden. Insofern sage ich wieder gut. Ich habe ja oft bei meinen 3 TVs vorher, die ich für euch bewertet habe, immer gesagt, ja Leute, was soll das? Card, ne? Oder Komponent. Ne? Das wird heute über HDMI in aller Regel bei den neueren Geräten gemacht. Aber wer noch ein altes Gerät hat oder darüber anschließen möchte, muss wissen, es geht nur eins. So Leute, ich habe keine Mühen gescheut und euch wirklich hier drauf gestellt und ja, heute Morgen ganz allein den großen Samsung hier weggestemmt. Warum? Weil ich da alle Anschlüsse darstellen kann und wir ganz viel testen können. So, was bisher geschah? Sendersuchlauf, ja, auf einem SAT, also nur auf Astra 19.2 und den Eutelsat habe ich noch nicht gemacht. 1298 Sender hat er gefunden. Und ich schalte jetzt noch mal kurz aus, wenn ich auch fertig bin. Dann können wir uns noch einmal die Gerätebetrachtung hier machen. Aber bitte denkt dran, dass das hier natürlich auf den 190 cm hier, ne, auf dem Borken ausgelegt ist. Okay. So, nach der Sendereinstellung, weil ich jetzt gerade ausschalten wollte, mach mal weiter. Fragt ihr euch ab, ne, ob ihr Netzwerk aus haben wollt, könnt ihr auch machen Internet, also Kabelverbindung LAN und einmal Wi-Fi. Gehen wir einmal hier auf die ganz normale Internetverbindung. Tastatur, also hier die Fernbedienung, funktioniert übrigens sehr, sehr gut. Ihr müsst sie natürlich immer rechts unten halten. Ne? So, hier seht ihr jetzt ein paar Dinge. Da hänge ich euch aber ab, beziehungsweise gehen wir direkt auf Fertig. So, und dann können wir unten auch weiter. Also, so funktioniert das Ganze. Auch hier reibungslos und wirklich in der Menüführung gut gemacht. So Leute, bevor ich euch jetzt aufs Stativ stelle, jetzt wirklich noch einmal unseren Curved TV. Ja, ihr seht also hier oben, die Biegung ist natürlich minimal, ne? So, und Gewicht 21,8, also das kriegt man wirklich alleine aufgebaut. Der Fuß, glaube ich, sind nochmal 1,2 Kilo, dass er insgesamt auf 23 Kilo kommt. Das ist das, was ich jetzt der ganzen Geschichte entnehmen konnte. Alles sehr pflegeleicht, staubunempfindlich. Also das Ganze macht schon Spaß und was auch einen Riesenspaß macht, also er steht ungeheuer sicher. Also das ist wirklich, das ist mir direkt von Anfang an aufgefallen. Klar, ne, ich meine da der andere, der Samsung, der hat natürlich ganz andere Maße und trotzdem nur einen kleinen Fuß. Aber der steht wirklich bombastisch. Ne? Also wirklich gummiert, super gummierte Füße drunter. Seht ihr hier also, dass ich den nicht verschoben bekomme. Ne? Also das ist richtig gut gemacht. So, was habe ich gemacht? Klar, Netzstecker. Hier unten, wie gesagt, linke Seite Netzstecker und Schalter. So, dann bin ich hergegangen, habe den Verstärker angeschlossen hier an unseren AV-Anschluss. Ah, Quatsch, AV, auf unseren Audio-Anschluss. So, hier an den Komponent, das habe ich euch gezeigt, ne? AV und dann zu Komponent, ist die alte Wii dran. Dann habe ich hier eine Festplatte, ich glaube 400, 500 Gigabyte, entsprechend aber mit extra Stromversorgung, ist immer die bessere Variante. Und die ist auch angeschlossen an unseren USB 3.0 und hier an der Seite packen wir nachher noch einen Stick rein, um uns noch ein paar Geschichten anzuschauen. Okay, habe ich sonst noch was? Ja, klar. Natürlich über HDMI habe ich den PC verbunden, der da vorne steht, hier direkt über DVI zu HDMI. Und was haben wir noch gemacht? Ja, natürlich unser Internetkabel. Der Router steht da vorne. Also ich könnte es auch über WLAN machen. Aber LAN, wenn es sich anbietet, immer die bessere Variante. Ja Leute, sprechen wir vielleicht mal über Bildqualität und Ton. Also hervorragend. Ich habe uns hier mal RTL HD eingeschaltet und das Ganze ist schon ja, eine super Bildqualität. Ich denke, ihr könnt das auch erkennen. Ich stelle euch das Video ja auf YouTube in 1080p. Auf Amazon habe ich nur 100 MB. Das nebenbei, da geht nicht viel. 100 MB 10 Minuten. Aber auf YouTube, wie gesagt, Full HD. Das mal Bildqualität super. Und ich schalte jetzt mal den Ton rauf. Ich bin leider verhindert, aber ich will meine Wohnung renovieren lassen. Da kommt dann und dann ein Handwerker vorbei. Bitte lassen Sie in meine Wohnung rein. Ja, aber er selber kann ja nicht. Ne? So, die E-Mail haben wir dann noch abgeschickt. Naja, ich meine, ist zwar ein sehr ungewöhnlicher Weg, aber es ist auch ein ungewöhnlicher Auftrag. Weil am nächsten Tag immer noch jede Spur von Lina fehlt, setzen die Detektive ihren Plan in die Tat um. Jürgen Trovato hofft, dass der Vermieter von Martin Lenz nicht im letzten Moment misstrauisch wird. So. Super. Ja, vielen immer wichtig. Ne? Sprechen wir über Umschaltzeiten. Ich halte euch die Fernbedienung auch wirklich jetzt rein. Und das ist natürlich hier bei den ganz normalen SD-Programmen relativ einfach. Bei HD
Durch die HD-Plus-Karte dauert das natürlich entsprechend. So, üblicherweise sage ich, schnell ist bis 2 Sekunden, zählen wir mal mit. Ja, das war natürlich extrem schnell, 1, 2. So, sollte da sein, passt. 1, 2, ist auch da. 1, 2, so, ist auch da. So, alles, was jetzt natürlich nachher auf die HD-Plus-Karte zugreift, deswegen schalte ich mal ein bisschen schneller um. Hier gehen wir mal auf die HD-Programme hinten. Da haben wir natürlich immer die Problematik, dass erstmal der Check kommt von der HD-Plus-Karte. Schauen wir mal, das dauert in aller Regel 5 Sekunden. So, und schauen wir mal, ob hier unser Hisense genauso schnell ist. So, jetzt zählen wir mal wieder mit. 1, 2, 3, 4, 5, ja, so, 1, 2, 3, 4, 5, ja, also passt, ne? Ich habe relativ schnell gezählt, also unter 5 Sekunden, auch da Umschaltzeiten, absolut akzeptabel. So, bevor wir uns den Mediabereich angucken, habe ich überlegt, ich mache doch noch mit euch ein paar Geschichten, Settings, weil da wird immer nachgefragt und deswegen machen wir es einmal. Ne? Also ihr habt hier oben ganz normal die Möglichkeit, Geschichten anzuwählen, TV, HDMI, 1, 2, 3, AV, Input und diese Geschichten. Wir gehen aber jetzt hier unten einmal hier in die Einstellungen rein und schauen dann da mal, was machbar ist. Okay, im Bild habt ihr die Möglichkeit, natürlich einen Modus einzustellen, von natürlich bis Spiel, dynamisch, weich, Standard. Also jede Menge Möglichkeiten, das ist immer das, was ich euch sage und zeige. Ausprobieren müsst das dann einmal selber. Über die Return-Taste kommt ihr immer wieder zurück. Helligkeit, Kontrast, Farbe machen wir nicht. Es gibt die Möglichkeit, die Hintergrundbeleuchtung automatisch zu machen. Ihr könnt sie aber auch manuell wählen. So, was können wir noch machen? Im Bildformat seht ihr hier, ich habe jetzt hier intelligenter Zoom. Üblicherweise solltet ihr auf 16 zu 9 stellen. Das ist die richtige Einstellung. Automatisch ist dann immer dieses Thema, dass ihr bei 4 zu 3 Sendern das Ganze nicht auf 16 zu 9 bekommt. Wir stellen hier wieder auf 16 zu 9 und gehen einmal zurück. Es gibt, wie gesagt, 4 zu 3, Panorama 1, Panorama 2. Ihr seht das, intelligenter Zoom, Zoom 1, Zoom 2. Und diese ganzen Geschichten können wir aber jetzt nicht durchgehen, sonst wird das Video wirklich zu lang. 3D könnt ihr auf automatisch stellen, Seite an Seite oder oben unten. Und hier auch einmal zurück. Gehen wir auf die erweiterten Einstellungen. Hier habt ihr noch die Möglichkeit, wirklich nochmal eine ganze Menge zu machen. Ne? Hautton auf niedrig, sonst irgendwas zu stellen. Farbtemperaturen einzustellen, gleichmäßige Bewegung oder entsprechend die Rauschminderung, so wie ihr es tatsächlich haben wollt. Also in aller Regel sind die Standardwerte so eingestellt, dass man an solche Geschichten nicht dran braucht. Bild zurückstellen machen wir nicht. Was haben wir im Ton? Im Ton seht ihr ja einmal die Senderlautstärke und ihr habt den Tonmodus Kopfhörerlautstärke. Schauen wir mal rein, was machbar ist. Ja, okay. Packen wir ihn mal ganz hoch. Ja. So, das müsst ihr entsprechend ausprobieren. Gehen wir die Kopfhörerlautstärke, ist hier mit 17 angegeben. Okay. Da steht hier jetzt auf separate Steuerung. Das kann man ein- und ausstellen, das steht auf Aus. Ne? So, und hier haben wir separat Steuern, gehen wir einmal runter so, und setzen das Ganze tatsächlich hier einmal hoch. Das ist das, was ich immer empfehle. Und dann könnt ihr an eurem Kopfhörer das entsprechend steuern. Okay, Return. So, was können wir? Lippensynchronisation machen wir nicht. Wenn es asynchron ist, würden wir das Ganze machen. Und wir haben hier auch nochmal die erweiterten Einstellungen, schauen wir da mal rein. Ja, da könnt ihr auch eine ganze Menge machen. Also ich will euch nur einmal die Möglichkeiten des Menüs nahe bringen, dass ihr wirklich auch hier mal so ein bisschen gesehen habt, okay, das ist so vielfältig, dass ihr tatsächlich das absolut auf eure Bedürfnisse entsprechend anpassen könnt. Ne? Hier gibt es also für den Audioausgang gibt es also noch eine Verzögerung von 0 bis 25. Wir verzögern da aber nichts, lassen es drin, ne? Und gehen hier einmal auch auf zurück. Okay, dann schauen wir runter einmal hier bei Sender, was ist machbar? Klar, ne, ihr könnt die manuelle Suche machen, Sender bearbeiten, die Sender automatisch aktualisieren und dann über EPG was markieren. Schauen wir aber auch hier nochmal auf erweiterte Einstellungen, was sich dahinter verbirgt.
Ja, da könnt ihr das Ganze auf USB übertragen und von USB importieren. Das ist wieder eine wichtige Geschichte. Also so könnt ihr das tatsächlich dann an eurem PC sortieren, einmal exportieren, sortieren, wie ihr es braucht, schön gemütlich am PC und dann hier wieder die ganze Geschichte importieren. Okay, was sich hier hinter verbirgt, weiß ich auch noch nicht. Also okay, das wäre jetzt der Zugriff auf die Common Interface-Karte. Wenn ihr hier irgendwas ändern wollt, machen wir aber nicht. Okay, dann gehen wir einmal hier wieder auf zurück. Ja, ihr seht also auch das, Fernbedienung ist super. Ne? Damit mache ich es die ganze Zeit. Netzwerk, schauen wir da die Netzwerkeinstellungen. So, ihr seht also hier bei mir steht es auf Internet. Ihr könnt natürlich auch Wi-Fi, das ist das, was wir gerade gesehen haben bei der Installation, den Netzwerkstatus. Okay, alles in Ordnung. Und wir haben hier AnyView übertragen, schauen wir mal. Ist auf ein, also passt auch. So, System. Schauen wir, was da machbar ist. Es gibt Sprache, klar, Installationsassistent, das ist das, was am Anfang aber sowieso durchläuft. CEC, Zeit, Sicherheit, könnt ihr nochmal was machen da für die Kinder. Dann hier euer PVR, also persönlicher Videorekorder und Timeshift, könnt ihr noch was einstellen. Und zwar vorzeitig starten und das Ende noch mal hinauszögern hier an der Stelle, das geht auch. Okay, gehen wir zurück. Erweiterte Einstellungen in dem Bereich, was haben wir? Benutzermodus könnt ihr machen und Menü Timeout habt ihr hier 20 Sekunden, könnt ihr einstellen, wenn ihr im Menü seid. Könnt ihr länger einstellen, machen wir es gerade mal 30 Sekunden. Okay, für Hergeschädigte was, automatischer Standby und Smart Fernbedienung ist alles ein. Okay, wir gehen einmal auf zurück, gehen hier nochmal zurück und dann passt es. Ach so, in den Einstellungen noch über, dann habt ihr natürlich hier die Geschichte, die Einstellungen vom TV. So, da seht ihr hier, ne? Könnt ihr also rübergehen und dann hier euren TV-Namen ändern und hier einmal die Software-Version anklicken und wenn es da was Neues gibt, müsste eigentlich irgendwo was stehen und die Wiederherstellung Werksmenü. Ja Leute, ihr seht, ne? Sogar das erste HD ist mal richtig gut und wir gehen einmal über die Taste OK, kommt ihr immer wieder auf die Senderliste und dann habt ihr hier die Möglichkeit eben nochmal Senderlisten auszuwählen. Ihr seht das hier mit dem kleinen hier, so einmal rein und dann seht ihr da unten Verwaltung. Ja? Das heißt also, ihr habt natürlich hier die Möglichkeit schon entsprechend Programme zu verarbeiten, zu verschieben. Aber ich muss sagen, die Senderliste ist genauso, wie ich sie mir selber bei meinem Samsung hier gestrickt habe. Ne? Erstes, zweites und dann RTL und dann SAT und diese ganzen Geschichten. Aber ihr könnt natürlich die HD-Programme auch nach vorne schieben. Und hier könnten wir jetzt mal so eine Favoritenliste gehen und die tatsächlich mal bearbeiten. Sagen, okay, komm, hier Favoritenliste und dann seht ihr immer unten, was machbar ist. Ne? Das ganz Übliche und sagen, komm, ich möchte alle HD-Programme, die ich regelmäßig schaue, hier entsprechend einmal verschieben oder hinzufügen, löschen oder sonst was. Ne? So, und dann kann man hier entsprechend drauf gehen und dann haben wir hier links das erste HD auch drauf und könnten hier drüben auch wieder hergehen, einmal über die Taste und das Ganze auch wieder über Löschen rückgängig machen. Also auch das funktioniert einwandfrei. Und jetzt zeige ich euch noch ein bisschen vom Menü. Ihr habt hier unten Schnellwahltasten. Ne? Also ihr braucht nicht immer Bild und diese ganzen Geschichten. Könnt ihr alle hier drunter einstellen. Wir machen es mal gerade eben halt. Gehen wir einmal hier unten drauf. Ne? Da seht ihr Bild. Könnt ihr sofort einstellen. So. Nächste Taste heißt also, könnt ihr den Tonmodus entsprechend direkt einstellen. Na, gut. Hier könnt ihr die Sprache einstellen. Gibt es aber nur, habt ihr gesehen, Dolby und Deutsch. Und hier entsprechend könnt ihr auch nochmal die Untertitel wählen. Also Schnellwahltastenmenü. Ja, gehen wir die obere Reihe vom Menü auch nochmal eben durch. Hier habt ihr die Möglichkeit, Still, also ein Standbild zu erstellen. Ne? So, und ihr könnt hier entsprechend auch nochmal einmal euch das Bildformat direkt auswählen. Und hier über Timeshift könnt ihr auch direkt entsprechend programmieren und Timeshift machen. Okay. So, und jetzt schauen wir gerade hier unten die Tastenbelegung, ne, rot. Dann habt ihr entsprechend hier die Mediatheken, die Apps und so weiter, diese Geschichten, die ihr aufrufen könnt. Also auch diese Tasten sind nochmal als Funktionstasten entsprechend hinterlegt. Und entweder mit Return oder in dem Falle Exit kommt ihr auch dann entsprechend hier wieder raus an der Stelle. So Leute, ich habe mal unsere Festplatte angemacht und auch einmal den USB-Stick angesteckt. Und jetzt drücken wir einmal die Media-Taste.
und schauen wir mal, ob beides erkannt wird. Ja, wir haben einmal hier den Kingston Stick und einmal unsere Festplatte entsprechend hier mit der USB 2. So, jetzt gehen wir einmal auf den Kingston und schauen einmal, wir sind jetzt oben auf der Sortierung alle, ob er uns das entsprechend auch sortiert. Ich habe jetzt wirklich wahllos hier einfach mal Dinge drauf gespielt. So, schauen wir mal nach Foto. So, und dann gehen wir einmal auf Kingston. So, dann sollte er eigentlich nur die Fotos abspielen hier. Okay, und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, ich habe also hier, wie gesagt, verschiedene Formate extra gewählt. Ich habe teilweise Hochkant-Panoramas gemacht, ne, und solche Geschichten halt. Okay. Ja, ne, also das Panorama, aber ihr seht schon, die Bildwiedergabe auch hier, eine exzellent, klasse Farben, also absolut toll. Gehen wir ein bisschen schneller weiter. Ja, das ist so ein Panorama, das würde sich jetzt normalerweise über das Ganze strecken. Also Leute, nicht als repräsentativ unbedingt nehmen, insofern. Aber Qualität nochmal ist wirklich super ansprechend. So, und wir können ja hier unten, das seht ihr schon, über Plus, Minus die ganze Geschichte größer stellen. Machen wir es mal. Ja? Also hier können wir wirklich nochmal, das ist jetzt hier so eine Geschichte, die ich mir mobile gemacht habe, mit Plus und Minus können wir also hier das Panorama nochmal vergrößern. Also auch das, denke ich, durchdacht. Okay, schauen wir mal, ob wir hier auch, ja, wir können auch tatsächlich drehen. Also wir können alles, was mit der Fotobearbeitung üblicherweise machbar ist. Wir haben hier die Möglichkeit, noch was einzustellen, machen wir zirkulieren, okay. Und dann gehen wir einmal hier immer auf Return und dann seid ihr auch wieder raus. Okay, und hier schauen wir mal, ob er die Fotoinformationen hat. Ja, hat er auch, ne? Also das, denke ich, gut gemacht. Schauen wir mal, ob er hier dann sowas wie eine, ja, Diashow macht. Macht er auch. Also da kann man überhaupt nicht meckern. So Leute, gehen wir einmal auf die Videos und dann schauen wir hier mal, auch wieder hier Kingston. Ihr müsst also immer dann die Festplatte auswählen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, an die Mediadateien zu kommen. Zeige ich eventuell später auch nochmal. So, hier haben wir einmal so ein Video, was ich selber erstellt habe. Da weiß ich auch, dass es wirklich in 1920x1080p Pixel sind, also Full HD mit 9000 Kilobit die Sekunde, also eine sehr hohe Datenrate. So, so ein Video, was ich jetzt auf meinem Kanal Mr. Wolfish entsprechend habe, wo es dann nur um Wandern und sowas geht. Und da seht ihr hier Auflösung astrein, ne? Also glasklar gestochen scharf. Ich fahre euch mal voll rein. Ja, also besser kann HD nicht sein, finde ich. Also absolut klasse. Super gestochen, scharfes Bild. Wenn da Schlieren drauf sind, dann waren die auf meiner Cam, aber ansonsten klasse. Ja, schauen wir mal nach 3D. Das ist natürlich jetzt schwierig rüberzubringen, aber nur mal rein, spielt der 3D-Videos überhaupt ab? Ja, macht er. Und ist mit der Brille auch wirklich toll. Also da ist auch gar keine Frage. Ich denke, ihr könnt das auch jetzt hier mit der Cam erkennen, ne, dass die Qualität entsprechend ist. Also auch da wieder astrein. So Leute, ich habe mich mal gerade ein bisschen um 3D gekümmert und wenn ihr hier einschaltet, dann gibt es hier wirklich eine mittlere Taste, also wirklich auf 3D ausgelegt. Und wenn ihr hier dann jetzt Seite an Seite wählt, dann habt ihr den richtigen Modus, ja, entsprechend. Und wenn ihr die Brille aufsetzt, was ich euch jetzt nicht in die Cam halten kann, aber ihr seht schon, ne, so 3D, also dann ist das wirklich extrem hochauflösend, also das fliegt auf euch zu, also wirklich absolut genial. Also 3D ist auch hier ein Thema, wo ich sage, ja, funktioniert einwandfrei. Ne? Die Brille hier oben müsst ihr einmal pairen, ist aber einfach einschalten, wenn ihr im 3D-Modus seid. Ein bisschen zusammenbauen noch die Geschichte, also hier links, rechts Bügel dran und hier vorne kommt die Batterie rein. Also das bekommt jeder hin. So, ich habe uns mal Musik angemacht und hier stellen wir jetzt natürlich mal auf Volume ein bisschen lauter, dass wir da
Ich denke, auch das habt ihr gehört. Ne? Also über den Klang kann man sich absolut nicht beschweren. Das ist für ein TV also wirklich schon, ich sage mal, hochwertig. So, ihr seht, unser TV-Ton ist aus. Auch das wollte ich euch kurz zeigen. Es geht, aber ihr müsst über die Settings entsprechend noch was ändern. Und das auch wieder eine Frage sein könnte, machen wir es eben. Ihr müsst in den AV-Einstellungen hier einmal bei Ton, müsst ihr eigentlich einmal reingehen und hier den Tonmodus verändern. Und zwar hier über die erweiterten Einstellungen. So, und hier unten steht der üblicherweise auf PCM, ja, bekommt ihr dann kein 5.1 und nichts hin. Ihr müsst also auf RAW stellen und dann seid ihr richtig. So, und jetzt hier Fernbedienung, ne, entsprechend von meiner Anlage hier. Kinder Schokobons, das schmeckt nach Spaß. 25 Gramm gratis, jetzt nur für kurze Zeit. So, gehen wir noch einmal auf Media, gehen wir hier drauf und dann schauen wir einmal nach der Musik. Und dann schauen wir einmal an, wie ist die Ausgabe über den Port hier, auch wichtig für mich zumindest. Und schauen wir mal, wie sieht es mit einer Direktaufnahme aus hier, wirklich über den Record-Button. Nimmt er uns was auf? Ja, nein. Und dann sagt er, okay, USB 2. Das können wir dann an der Stelle bestätigen. Und Größe auswählen, okay, das ist völlig wurscht. Da gehen wir auf 8 GB Begrenzung, okay. Zeit des aktuellen Programms gibt er uns dann gleich wieder. Ne? So, wir können jetzt hier wiederholen und diese ganzen Geschichten machen. Das lassen wir jetzt auch an der Stelle einmal täglich. So, gehen einmal nochmal drauf. So, und dann müsst ihr dran denken, euer Menü nicht zu früh abzustellen. So, okay, dann gehen wir das Ganze nochmal auf Speichern. So, und dann seht ihr, da unten unsere Aufnahme läuft. Ja, und wir haben jetzt hier auch die Möglichkeit, das Ganze entsprechend zu ändern oder im Standby-Modus zu bleiben. Mit den entsprechenden Tasten passt. Schauen wir uns nachher kurz vielleicht noch an, die ganze Geschichte. Ja. So, immer wieder, wenn ihr auf den Kanal schaltet, wo ihr am Aufnehmen seid, also von dem ihr aufnehmt, dann zeigt er euch unten nochmal an und dann könnt ihr auf Beenden gehen. Das habe ich jetzt gemacht. Jetzt schauen wir mal im PVR. So, und jetzt müsste er hier eine gewisse Zeit aufgenommen haben. Schauen wir mal, wie lange. Ja, ne? Also insgesamt 6 Minuten 27, ich hatte gerade schon mal reingeschaut, deswegen steht da schon auf eine Minute, was gelaufen ist. Also das ist unsere Aufnahme und die ist auch astrein auf der Festplatte hier wiedergegeben. Ich fahre euch mal ran, also wirklich exzellent. So, und das ist natürlich der Nachteil oben, wenn ihr die 30 Sekunden eingegeben habt, dann bleibt das oben immer stehen und deswegen auch eben unser Balken war, wo bei den Bildern, ne, entsprechend, der geht aber gleich weg. So, schauen wir mal, die Home-Taste, ja, eine der wichtigsten Tasten heutzutage, schauen wir mal, was verbirgt sich hier hinter, auch hier wirklich dann einmal nur im Schnelldurchlauf, dass ihr es gesehen habt, ne? Also ihr habt hier oben Video-Search und solche Geschichten da, ihr könnt natürlich immer mit den Rauf-Runter-Tasten hier Sachen auswählen, Mutzu, Tagesschau, ja, Neues und so weiter, so, aber wir gehen unten einmal aufs Hauptmenü, ich denke, ihr könnt es nachvollziehen, so, links habt ihr dann Movie, Sports, Video online, wenn ihr hier hoch geht, könnt ihr einmal auf OK updaten und dann zeigt er euch gleich das, was ihr hier angeboten bekommt. So, dann gibt es hier Live, TV und Sports, Movies. Wir sind wieder bei der Home-Taste, gehen wir rechts rüber, Catch-up, Musik, hier Apps und natürlich müsst ihr da immer noch
eure Geschichten hinzufügen, was ihr haben wollt. So, und hier drüber haben wir jetzt im Media-Bereich auch, das war die Geschichte, wo ich gesagt habe, okay Leute, ne, zeigt uns alle an und dann kommt ihr hier drüber auch an die Ports, die ihr entsprechend benutzt. Ja, Freunde, schauen wir uns mal das Ansprechen der Ports an. Ich habe jetzt noch Folgendes getan. Ich drehe euch mal vom Stativ ein bisschen rum. Ich habe da vorne noch einen DVD-Player angeschlossen, einmal, damit wir auch da den Anschluss einmal ansprechen können. Funktioniert das Ansprechen der einzelnen Anschlüsse? So, hier schalte ich jetzt das Video nicht ein, das Private-Video über La Palma Urlaub, könnt ihr selber nachlesen. Aber auch hier seht ihr, das Bild ist astrein. Ne? Also der DVD-Recorder da, der DVD-Player, so muss man sagen, der ist schon in die Jahre gekommen. Ihr seht jetzt hier, ne, er ist auf DVD, auf HDMI 1. So, schauen wir mal auf HDMI 2, da dürfte der PC sein. Und da habe ich gerade so ein Video am Laufen über die Review, die ich über meinen Samsung gemacht habe hier. Ja? Und auch da könnt ihr hoffentlich sehr gut erkennen, dass wir hier keine Ghosts oder sonst was haben, sehr dunkles Bild. Ne? Ich fahre euch mal näher ran. Ja, also auch das passt. Astrein. Ne? Auch der Samsung damals, wie man sieht, ein gutes Bild. Ja, okay, schauen wir uns den nächsten Port einmal an. Was haben wir? Okay, wir haben hier AV-Input und da muss ich direkt dabei sagen, da habt ihr hier nochmal die Auswahl, Komponenten, SCART und so weiter. Lasst das da unten. Sobald ihr das hier an dem AV angeschlossen habt, nehmt ihr einfach AV, egal welche Kabelkomponente ihr genommen habt. Und da dürfte jetzt die Wii dran sein, ja, in einer relativ schlechten Auflösung und ist jetzt gerade auch auf der Pausenstellung. Also ich hole jetzt aber nicht die Fernbedienung raus und schalte das ein. So Leute, das mit der Wii hat mir keine Ruhe gelassen und habe ich das auch nochmal eben kurz eingestellt für euch, dass ihr seht, also auch hier ist das Bild absolut zu gebrauchen, ne, für so ein Wii-Spiel. Also das passt super. Okay. Ja Leute, natürlich könnt ihr auch ein Screen Mirroring machen, also euren Mobile hier auf den Bildschirm bringen. Denkt aber bitte dran, es funktioniert nicht, wenn ihr in den Bildschirmformaten auf 16:9 oder sowas gestellt habt. Ihr müsst auf automatisch stellen. Ich habe jetzt locker anderthalb Stunden mit solchen Geschichten hier verbracht, weil die Bedienungsanleitung da leider nichts hergibt. Ja? Das ist immer diese Thematik, Bedienungsanleitung hier von dem Gerät ist wirklich schlecht so. Und dann gibt es viele Leute, die beschäftigen sich nicht ausreichend damit. Dann gibt es negative Bewertungen, also liebe Hersteller, was soll der Unfug? Ordentliche Bedienungsanleitung hilft weiter. So, was ihr hier noch erkennen könnt, ne? Ihr seht also hier das Flackern von meinem Mobile und ihr seht, dass der TV, der Fernseher, das TV kein bisschen flackert, also 800 Hertz. Also Flackern ist hier gleich 0. Bei jeder Kamera hättet ihr sonst einen durchlaufenden Balken oder Flackern zumindest. Also das ist hier überhaupt nicht gegeben, ne? Also auch das entsprechend machbar. Okay. Schauen wir mal, wie wir hier entsprechend weiterkommen, ob er uns umschaltet. Ja, macht er. So, und ich habe euch jetzt nochmal auf mein Video von dem Samsung gestellt. Warum? Weil wir da sehr schöne schwarze Stellen haben. Und hier auch mal ein bisschen schauen können, okay, gibt es da irgendwelche Ghosts etc. Ne? Also wir haben jetzt hier natürlich, es spiegelt sich ein bisschen in der Scheibe, aber ich kann euch versprechen, also es ist null zu sehen. Also nochmal, das Bild ist absolut hervorragend und das ist ja nun mal das, worauf es beim Fernsehen ankommt. Also das ist spitze. Ja Freunde, ganz sinnlos war unser USB-Export doch nicht, denn mit Word, wie gesagt, könnt ihr es öffnen. Hier mein Zettelchen, denn dann könnt ihr wirklich die Sender euch einmal am PC anschauen, im Word-Dokument und wisst, wo ihr sie findet und könnt so die Sender zumindest mal sortieren. Und hier seht ihr, ne, 4K-Sender habe ich gesucht. Alles was mit 4K, UHD, UHP, so findet ihr die ganzen Geschichten. Einfach das Word-Dokument durchsuchen und dann habt das hier, ne? So, ihr seht schon natürlich nochmal eine Schippe besser als HD, aber also ich sage mal, es gibt wahrscheinlich immer so Trends, die man überspringen kann und das gehört theoretisch hier dazu, aber nochmal, die Qualität ist natürlich astrein, also klar, noch ein Tick besser wie HD, aber wenn ihr gute HD habt, also gute HD-Aufnahmen mit einer hohen Bitrate, ja,
dann ist 4K auch nicht viel besser. Meine Meinung. So, ich lasse jetzt nochmal was hier laufen, und zwar von Dark Splash Produktionen, Productions. Findet auch auf YouTube 4K Video. Der läuft allerdings jetzt über den PC. Ihr habt hier natürlich rechts, zeige ich euch gerade nochmal, hier an unserem TV habt ihr einen HDMI 3, der ist für Ultra HD entsprechend optimiert. Ja. So, und ihr seht aber auch hier, ne, denke ich, dass das Ganze schon eine gigantische Qualität hat in 4K, gar keine Frage, insbesondere hier die extra in 4K gemachten Geschichten, also Fashion TV ist ja doch immer so eine andere Geschichte, und wenn ihr ein Abspielgerät habt, entsprechend 4K, dann ist das schon eine tolle Sache. Ja Leute, also ist schon toll 4K hier, ne? Auch diese Produktion von Dark Splash Productions. Ja, lasst uns ein Fazit ziehen. Was haben wir gemacht? Wir haben TV gemacht, ne? Also Bildqualität war super, Umschaltung war absolut okay. Die HD Plus Programme astrein, entsprechend über das Common Interface Modul, über die HD Plus Karte. Ja, was haben wir gemacht? Eine kleine Aufnahme, ne? Und da haben wir auch gesehen, dass auch die Wechselmedien, die Festplatten alle super angesprochen werden, ob hier die 400 GB oder der 16 GB Stick, alles, alle Ports da in der Richtung gut angesprochen. Die Ports haben wir angesprochen, was also hier den Bereich HDMI 1, 2 und Geschichten anbelangt. Den HDMI 3, der natürlich auf HD ausgelegt ist, ne? Also der ist ja nun mal extra für HD entsprechend gemacht, den haben wir nicht angesprochen. Aber alle anderen Ports hier, ob unsere Wii, unser PC, alles hat super funktioniert. Gerade die Aufnahme war ja auch wieder vom PC. Okay, jetzt lassen wir hier einfach nochmal eine Geschichte laufen, um auch nochmal wirklich hier HD uns anzuschauen. So, gehen wir einmal hier runter und nehmen wir einfach nochmal hier diese Geschichte von der Wanderung. Und auch da sehen wir also, dass HD hier, ne, blendend ist. Und das ist ja hier eine private Aufnahme mit meiner Videocam, also absolut top. Ja, was hat nicht funktioniert? Die Senderliste, aber die Senderliste Export USB hat funktioniert und können wir uns im Word-Dokument angucken. Sortierung auch hier über den PC, überhaupt wie das ganze Menü. Ne? Das ganze Menü ist also wirklich super und selbsterklärend. Ein paar Tasten und hier unten die Schnellwahltasten noch alle drauf. Also auch die astrein. Also okay, von meiner Seite aus gibt es jetzt hier, wenn man mal überlegt, in welcher Preisklasse wir uns hier bei diesem TV befinden, ne? Also absoluter Spottpreis aktuell zu haben, und Curved TV 138 cm Diagonale, um das Ganze nochmal Twin Tuner drin, also im Endeffekt sogar ein Triple Tuner, ihr habt zwei SAT-Anschlüsse, ja, also könnt wirklich dann auch mal mit zwei SAT-Anschlüssen arbeiten, um da entsprechend das Ganze, ja, Twinsat, also aufzunehmen und weiter zu gucken und solche Geschichten halt, ne? Also plus eben halt Kabelanschluss, alle Anschlüsse da, also ein super multimediales Gerät zu einem super Preis, und insofern, ja, komme ich nicht umhin, nach meinem Test jetzt hier, wo alles super funktioniert hat, auch 3D, also absolut genial diese Aufnahme, also man hatte wirklich das Gefühl, diese kleinen Zeichentrick-Astronauten, ja, sind an der Nase, also wirklich, also sind absolut gut dargestellt, auf einen zugekommen, absolut spitzenmäßig, ja. Also, wenn es nichts zu meckern gibt, auf Amazon-Niveau würde ich sagen 5 von 5 Sternen. Ja, ich denke, ich habe alles gegeben. Wenn noch Fragen sind, dann einfach was in die Kommentare schreiben und ich antworte gerne. Okay, dann sage ich wie immer, ne, bis zur nächsten Review. Vor allen Dingen, bleibt gesund. Euer Mr. Bowlfish.